Heute erklären wir euch, wie man gesund durch den Winter kommt. Hallihallo und herzlich willkommen, das ist die Alexandra und ich bin der Lars von Rohe Energie. Herzlich willkommen. Alexandra weiß nicht so genau, was wir heute tun werden. Ich auch nicht, ich habe mir so grob vorbereitet. Zum einen wollten wir uns sehr bei euch bedanken. Wir haben jetzt 800 Videos online. Ja, das war eine Haufen Arbeit. Wir sind jetzt seit 5,5 Jahren ungefähr auf YouTube unterwegs. Ja. Macht eine Menge Spaß. Vielen Dank für jeden Einzelnen, der hier guckt, kommentiert, liked, die Videos teilt, immer wieder reinschaut. Vielen, vielen Dank. Wir haben uns gedacht, wir machen als Special ein kleines Gewinnspiel und wollten euch aber zeitgleich auch ein paar Tipps geben, wie ihr gut durch den Winter kommt. Die Sonne geht ja jetzt weg, obwohl sie heute gerade ein bisschen da ist. Ja. Aber wir kennen das ja dann so ab Ende Oktober bis in März rein, ist es so drüber und man wird krank. Und gerade so Anfang 2019 werdet ihr irgendwann vielleicht eine kleine Grippe kriegen oder eine Erkältung. Und ich wollte euch einfach Tipps geben, wie ihr das vermeiden könnt. Genau. Der erste Tipp ist, besorgt euch dieses Buch Gesund in 7 Tagen von Dr. von Helden. Die hatten wir schon öfters in Interviews hier auf dem Kanal. Und das ist die allerneueste Ausgabe. Die wird regelmäßig aktualisiert. Wir haben eine ganz alte. Ja, ja. Aber es sieht genauso aus. Hier steht 28. überarbeitete Auflage 2018. Also brandneu. Und vor allem 28. Auflage, das ist ein Bestseller. Ja. Dann, was ihr dazu braucht, ist natürlich Vitamin D. Hier sind unsere Lieblings-Vitamin-D-Tropfen von Plantrition frisch verpackt. 1000 internationale Einheiten pro Tropfen kann man halt super für die Hochdosistherapie nehmen. Wenn man da laut Buch dann irgendwie 50.000 Einheiten nehmen müsste, dann nimmt man halt 50 Tropfen. Das sind so 2 Pipetten, ruckzuck gemacht. Ja. Das ist natürlich vegan. Alle Supplemente, die wir mittlerweile empfehlen, sind vegan. Weil es das mittlerweile gibt. Früher gab es das nicht. Das zweite ist Vitamin K2. Das ist ganz wichtig. Ein Kofaktor zum Vitamin D, damit das besser aufgenommen wird, besser auch in die Knochen geht. Kann man auch dazu nehmen. Ist ziemlich gut. Und dann noch, dazu kannst du was sagen. Das Magnesium. Magnesium ist halt immer ganz wichtig für die Muskelfunktion auch. Ja. Wenn man zu wenig Magnesium hat, dann gibt es ganz schnell Krämpfe und die Muskulatur ermüdet und man fühlt sich müde und abgeschlagen halt auch. Ja, und verbessert halt die Aufnahme auch vom Vitamin D. Und was ich öfters in letzter Zeit gehört habe, ist, dass es dann doch mal hin und wieder Leute gibt, die Kopfschmerzen kriegen, wenn sie hohe Dosen Vitamin D nehmen. Für die ganz wichtig, fangt eine Woche, bevor ihr mit der Vitamin D-Kur anfangt, an Magnesium zu nehmen und zwar nicht nur 400 Milligramm, wie ich es in meinen PDFs empfehle. Die PDFs haben wir euch unten verlinkt. Da könnt ihr so Fallbeispiele runterladen. Total gut. Haben schon ganz viele Leute benutzt. Sehr erfolgreich. Aber nehmt dann mal 800 Milligramm, also 8 so Kapseln am Tag. Könnt ihr euch auch in Wasser auflösen. Bevor ihr anfangt, damit ihr einfach einen guten Magnesiumspiegel habt. Wenn ihr anfangt, dann kriegt ihr auch keine Kopfschmerzen. Wichtig wäre dann auch noch Vitamin C. Wir haben hier natürliches Vitamin C aus Acerola-Fruchtextrakt und Hagebutten-Fruchtextrakt. Auch vegan, ziemlich günstig, ziemlich gut, das nehmen wir immer. Was ich zum Vitamin C auch noch sagen kann, ist, das kann man auch ganz gut so, ist ja sowieso, Vitamin C wird ja immer als Konservierungsmittel genommen und wenn man sich jetzt zum Beispiel seinen Obstsalat vorbereitet, wo ja sowieso auch schon Vitamin C drin ist, aber dann nimmt man einfach so eine Kapsel, macht die auf, streut es drüber, mischt es so ein bisschen durch und dann hält er sich länger. Also gerade wenn man den jetzt über Nacht sich vorbereitet hat oder so, dann hält er einfach ein bisschen länger und weil es einfach ein natürliches Konservierungsmittel ist. Genau. Und als letztes ein Buch euch zu besorgen, Meine grünen Smoothies von Roman Firnkranz, sehr gut. Und dann trinkt ihr einfach jeden Tag noch einen grünen Smoothie und dann kommt ihr auch gut über den Winter. Warum zeigen wir euch diese Produkte? Tata, wir verlosen das. Wir machen da ein Paket für euch. Richtig schön, legen da vielleicht noch eine kleine Autogrammkarte von uns mit rein, wenn ihr das wollt. Könnt ihr auch wegschmeißen. Wir haben noch 5 oder so unten. Ich lege euch eine mit rein und wir verlosen dieses Paket. Das Paket hat jetzt einen Wert von über 100 Euro. Das Verlosen, was wollen wir da von euch? Wir wollen, dass ihr da unten einen Kommentar drunter schreibt. Entweder welche Art von Videos ihr von uns am besten findet oder Ideen für neue Videos. Wir sind ja nicht so experimentierfreudig, obwohl wir experimentieren relativ viel, aber wir machen nicht so
das Normale, wir gehen nicht aus unserer Komfortzone so raus. Ja, wir wollen halt auch nicht, wir wollen euch jetzt auch nicht langweilen mit irgendwelchen Videos, die wir vielleicht total gut finden und ihr sagt so, ja, gell. Ja. Genau, aber schreibt auch mal ein paar Videoideen unten rein. Genau. Jeder, der einen Kommentar schreibt, nimmt an der Verlosung teil. Ihr könnt auch mehrere Kommentare schreiben, aber ich verlose das dann mit so einem random Comment Picker, der filtert dann die mehrfachen Kommentare zu einem zusammen und nur unter jedem Kommentator wird nimmt einfach einmal teil. Ja, also nicht, bringt halt leider nichts, wenn ihr mehr schreibt. Aber ihr könnt, für uns ihr könnt, würde es natürlich total viel bringen. Genau, es bringt was, aber es erhöht nicht die Gewinnchancen. So grob, ja? Genau. Nur verschiedene Accounts. So, und genau, und macht einfach mit. Wir drücken die Daumen. Das Gewinnspiel lassen wir mal ein paar Wochen laufen. Ich schreibe genau unten in die Videobeschreibung, wie lange es läuft. Ja? Guckt ihr bitte nochmal nach oder im angepinnten Kommentar im ersten steht das auch nochmal drin. Und jetzt lassen wir nochmal die 800 Thumbnails laufen, die wir gemacht haben. Also damit ihr mal einen Überblick kriegt, was da so gelaufen ist. Komm. Und zwar in einer ganz schnellen Geschwindigkeit. Es geht los.